Dark Souls, also ich habe echt Bock auf Dark Souls. Eigentlich habe ich jetzt überlegt, ob ich Elden Ring New Game Plus streamen soll. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich spiele jetzt Elden Ring New Game Plus alleine, ohne euch. Ich spiele das nackt. Ich habe alles in meine Truhe getan und mache wieder von neu alles. Und sammle auch die Schmiedesteine neu und alles Mögliche. Aber dann habe ich mir gedacht, ich will ja unbedingt auch Dark Souls Trilogie auch schaffen. Und jetzt wo Elden Ring vorbei ist, dann. Ja, geht's mit Dark Souls weiter, oder? Eigentlich wollte ich Haru heute schauen, einen Haru-Stream. Und das ist jetzt so ein kleiner Ersatz. Dark Souls! So, wie geht jetzt da wieder alles? Ah, es ist nicht Elden Ring. Ich habe keine Sprungattacke. Ich habe keine Sprungattacke. Merken. Oh Mann, das wird doch jetzt kacke hier drin, oder? Kummer. Ah, ich brauche den großen Schmied und ich brauche mehr Brocken. Ja, genau. So geht es wieder los. Gleich direkt mit riesigen Gegnern. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die Mechanik so war. Hat er mir trotzdem Schaden gemacht. Krass. Habe ich gar kein Leuchtfeuer? Habe ich. Wie viele Getränke habe ich bloß? Das ist so anders als in Elden Ring. Ach komm. Es ist so viel langsamer. Oh nein, es kommt der andere auch. Weiß einer, wo das Leuchtfeuer ist? Ah! Wow! Das fängt doch gut an, wenn man da hinten ist, scheiße. Ja. Eine sehr schöne Begrüßung. Wie machen wir das jetzt? Wir lassen die jetzt mal runterkommen und dann rennen wir einfach hoch, oder? Ah ja, der eine geht weg. Der andere geht auch weg. Das alte Leuchtfeuer, ja. Ich gehe jetzt mal weiter. Kann man weganvisieren? Habe ich irgendwie eine dicke Rolle? Kann das sein? Warum habe ich jetzt zweihändig? Ist da. Oh nein, das ist das. Kommen wir die nach? Okay, Leute. So. Puh. Ich weiß nicht mehr, was. Okay, hier geht's rein. Die Mädchen, die würden piepen beim Rückwärtsgehen. Piep, piep. Das schaut auch so aus, wie langsam die gehen. Die normale Rolle fühlt sich an wie. Ja! Stimmt! Das ist die normale Rolle in den Elden Ring. Warte mal. Wo ist mein Ausrüstungsgewicht? Wo war jetzt das? Wo steht denn das eigentlich nochmal hier? Da. Balance. 43,9 bis 90. Da steht damals wieder kein Indikator, welche Rolle ich habe, oder? Nehmen wir die Maus da weg. Aber das ist. Das war die normale. Weil wir können ja mal testen, wenn wir was anderes aufrüsten. Wie zum Beispiel. Achso, den habe ich ja schon an. Ich glaube, musst du switchen über. Ja, genau. Da, genau. Boah, geil. Patsch. Aber das sieht cool aus, gell, die Rüstung. Was habe ich jetzt angehabt? Das. Nee. Wanderer. Oh, die hat 39 sogar. Nehme ich die 39er. Freilich. Ist ja besser. Puh.
finde das immer so lustig, wenn Leute Heavy Roll spielen im PvP, weil das ist, als würde die einfach Ice Climbers spielen. Ich habe aber gehört, dass Heavy Roll in Elden Ring gar nicht so schlecht sein soll. Jetzt wollte ich gerade eine Sprungattacke machen, ich bin so dumm. Leute, ich brauche, glaube ich, stärkere Waffen. Wow. Okay, also ich liebe Sprungattacke, merke ich gerade. Ich habe keine mehr. Boah, ich muss erstmal reinkommen, hey. Keine Parry-Attacke. Boah, es ist langsam gegen's. Aber ich finde, ich mag solche langsamen eigentlich mehr als. Uiuiui. Ich mochte es eigentlich immer so langsame Kämpfe. Ich muss bloß wieder reinkommen, Leute. Also umtänzeln. Ist da noch einer? Da ist ja noch einer. Das sind drei Stück. Ja, von der Stärke her bin ich eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Die bringen doch jetzt hier gar nichts, oder? So langsam, wenn der letzte DLC-Boss wäre. Also. Haha. Also ja. Ja, man kommt schnell wieder rein. Also ich. Das Spiel, man kommt auf jeden Fall schnell wieder. Oh, warte mal, da geht's runter. Soll ich erstmal. Komm ich da wieder hoch? Soll ich erstmal die Tür aufmachen? Oh. Oh nein. Das war die Stelle. Oh Gott, ich erinnere mich. Ja, weg hier. Oh nein, da gibt es ja was. Da gibt es ja solche Kackbogenschützen. Ach, hier geht's runter. Oh, das ist doch die schlimme Stelle, oder? Spielen wir wieder. Spielen wir lieber Golf. Nichts mehr. Ach, da geht's gar nicht rein. Ich habe kein Getränk mehr. Ich habe vergessen, wie schwer das Spiel ist. Das Lustige ist, das Claymore habe ich jetzt bei meinem New Game Plus Run auch gerade. Zum Spielen in Elden Ring. Ah, da kommt doch schon wieder Gegner. Zwei. Ja, Leute, das schaffe ich nicht. Ist das schön? Nein. Okay. Naja, ist doch schon mal schön. Der erste Tod. Achso, ich bin da unten. Ja, genau. Wir können auch ins DLC gehen, aber ich glaube, das bringt mir jetzt eher wenig, oder? Wie komme ich jetzt eigentlich nach oben? Ach, da. Erstmal einen Schluck Cola. Nee, nee, es macht Spaß. Aber Dark Souls kam nicht, weil Elden Ring geil war. Aber in Elden Ring weiß ich ja schon alles auswendig.
In den Dark Souls hier merkt man ja gerade, dass ich alles vergessen habe. Und das ist das Schöne. Und ich freue mich so stark auf Dark Souls 3. Ich freue mich so stark auf Dark Souls 3. Hallo Lord. Und ich möchte gerne Dark Souls 2 skippen. Huhn, darf ich Dark Souls 2 skippen? Nein. Boah, mir wird schlecht. Mir wird schlecht. Was für eine Frage. Soll man jetzt vielleicht das Leuchtfeuer jetzt immer nehmen? Obwohl, nee, das ist egal, wie schnell das ist. So, 5 Getränke. An sich schon, aber da muss sich noch irgendwie, noch irgendwann kommen. Das ist ein guter Deal, oder? Lord. Nach Dark Souls 1 spielen wir Dark Souls 3. Und Dark Souls 2 spielen wir nach Dark Souls 3. Oder spielen wir Dark Souls 2 nach Bloodborne und nach Demon's Souls. Soll ich mal links gehen? Oh nein, die Seelen sind noch da drüben. So, wie machen wir das jetzt? Erstmal, ich glaube, die muss ich jetzt noch mal besiegen, oder? Weil die Rollen gehen ja mir sonst nach. Ach komm. Die schwere Attacke ist eigentlich gar nicht so schlecht, gell? Die stackert sogar. Schau mal das an! Alter! Ich mache jetzt mehr die schwere Attacke. Oh! Ah, die habe ich schon. Okay. Die kriege ich natürlich gedroppt, gell? Huhn. Die Riesenheldbade. Jetzt zweimal. Aber meinst du, ich krieg deinen verdammten dritter Kack? Schau mal her. Das ist easy. Einmal kurz reinkommen. Oh. Alter! Mann, ich hab doch Kreuz. Mann, ich triff den nicht. Mann! Was? Der springt ja genau dann immer. Willkommen im Dark Souls. Ich mache die falsche Taktik gegen die Viecher. Ich fühle mich wie Ohio-Ring gerade. Ohio-Ring. Swag, like Ohio. Jetzt habe ich mich so gut gefühlt gegen den Ritter gerade. Jetzt habe ich einfach voll das schlechte Zeitmomentum gehabt gegen den anderen. Aber wir geben nicht auf. Also also ich denke mal, ich brauche eine bessere Waffe. Oder? Wie weit kann man Claymore spielen in dem Spiel? Weiß es einer? Naja, wir probieren es einfach. Eigentlich gefällt mir das Claymore. Die ist sogar gut, okay, alles klar. Ich habe schon andere Sachen auch schon gehört. Und langsam. Vielleicht gehen wir jetzt doch mal nach links. Kann man da auch machen, schon, oder? Oder ist es ein Rückweg? Ja, das ist aber irgendwie mehr Energie, oder ich treffe einfach immer das Schild.
Kann auch sein. Brauche mehr Ausdauer, ich kann fast nicht angreifen. Ohio Kampf! Och. Die Geräusche, Patsch. Mann, ich hab gemeint, der trifft mich nicht. Wenn ich so nah bin. Mann, oh! Bam! Das dauert alles so lang. Puh. Also manchmal macht das auch viel Schaden. Wenn man zwischen seinen Schritt schlägt, oder? Denke ich. So, wie macht man das jetzt so? Den ein bisschen vorlocken. Ich hätte so gerne einen Sprungangriff. Was? Wie er gleich ausweicht. Was? Ein Speer wäre eigentlich auch nicht schlecht. Boah. Habe ein neues Deck gebaut? Lacht der Huhn beim Schritt. Welches denn? Bei Master Tool oder in echt? In echt wahrscheinlich, oder? Ich hätte auch mal wieder Lust auf Yu-Gi-Oh! Aber in echt habe ich heute eigentlich keine guten Karten. Ich habe aber den Sternenstabdrache in Ghostware. Den habe ich. Mann, der... Schau mal das an, der weicht einfach aus! Schau das an! Das ist doch unnormal! Yes! Haha, gestaggert. Das ist Ash Blossom Exodia Recycled Deck. Das ist so ekelhaft. Aschenblüte? Mit Exodia? Wie soll das jetzt funktionieren? Oh, das klingt wieder echt voll scheiße. Wir sollen ganz. Wir sind ein Zug mit 15 Minuten dauern, bis du irgendwann mal dein Deck leer hast. Ich glaube, ich spiele nicht gegen dich. Das ist nur so ein Trollen. Dann springt er zurück, schau her. Also wenn ich ihn abwehre, dann springt er zurück. Das macht er gut, gell. Mann! Wie beide daneben hauen! Was? Wir treffen nimmer. So, jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen besser dran. Wie machen wir jetzt das da hinlocken, oder? Hallo! Ohio Ring Ersatz! Mach ich hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ah, einer ist runtergefallen. Ohio Ringersatz. Ja! Ich bin weitergekommen, dank Ohio. Oh Mann, die schießen einfach. Mann! Wie komme ich da überhaupt hoch? Soll ich denn da raufkommen?
Ach so. Ach, das ist doch ein Witz. Ach, Haru, schau doch mal den Schmarrn. Schau doch mal das an. Ist das... Das kannst doch du spielen, das Ohio. Ah! Ah! Ich mag nimmer. Oh nein! Was soll ich denn da machen? Geh weg! Ah! Das ist doch kein Spiel. Wie soll man da von dem vorbeikommen? Und der Weg ist scheiße bis dahin. Wie geht's denn dir jetzt mit Zaubern? Ich hab keinen Zauber. Wie geht's dir jetzt eigentlich? Oh, ich hab einen Bogen. Stimmt. Dann nehme ich einen Bogen. Geht's denn Heus besser? Kratziger Hals heute. Oh, mir hau du. Ach, ist wieder falsch gegangen. Das gibt's ja gar nicht. Sollen wir mal versuchen zu rennen? Einfach mal probieren. Bin nicht krank oder so, aber nach den Tagen kommt es einfach. Ja, auf jeden Fall gute Besserung trotzdem. Alter. So, jetzt ist die Frage, wie die mich alle folgen jetzt. Oh Gott. Mano. Boah. Ah. Von wegen, ich freue mich auf Dark Souls 3, so weit komme ich ja gar nicht. So weit komme ich ja nicht einmal. Jetzt haben wir eh keine Seelen mehr. Jetzt können wir nur mal rennen probieren. Müssen dann bloß schauen, dass die das dann. Die werfen halt dann blöderweise. Ach du Scheiße. Ah, ich habe schon überlegt, soll ich Golf spielen? Oder Dark Souls? Danke, Vergangenheitsmagni. Nee, ich freue mich. Ich möchte auf jeden Fall da auch weiterkommen. Ich möchte endlich diesen Teleporter haben. Uiuiui.
So, ich habe bloß keine Ahnung, wie ich jetzt von dem vorbeikommen soll. Vielleicht gehen wir erst nach links. Ne, es ist eine doofe Idee, Gwyn. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Alter. Ohio! Das ist schlimm, Haru. Aber wenn ich die Ritter besiegt, kriege ich vielleicht sogar was von denen wieder. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit dem Schild hauen sie mich weg. Vielleicht muss ich leveln, damit ich mehr ausholt. Hier ist halt das ein bisschen anders, weil man bloß immer einen Weg hat, weißt? Man hat so Abzweigungen, aber jetzt hier ist zum Beispiel bloß ein Weg. Und das ist der, wo ich da und gehe. Alter. Wir hätten es trotzdem abgewehrt. Mann, jetzt hat er geschossen. So, gibt's jetzt. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen, Leute? Was soll ich denn machen? Das ist doch ein Witz. Wie hat er das entwickelt? Fall runter. Ohio! Das scheiß Ohio-Spiel. Hab ich was? Oh. Nun heißt es alles oder nicht. Ah, hallo King, danke für den schönen Emote. Geschafft. Das ist voll schlimm, Gwyn. Da ist ein Leuchtfeuer. Meine Erinnerung weiß das. Links. Da ist ein Leuchtfeuer. Meine Erinnerung weiß das. Ja! Hallo Solitär, wie geht's dir? Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. Yeah, you've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Machen wir gerne. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me. You didn't hear that. Jeder mag ihn doch, oder? Jeder mag dich. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for... Oh no. Wir finden 2 Punkte für was denn? Wie viel brauche ich eigentlich zum Aufleveln? 12.000 hätte ich schon gehabt. You really are, if I didn't know... Oh no. So, jetzt kenne ich mich natürlich jetzt nochmal aus. Gibt es hier geheime Wände?
Ich weiß, dass es hier irgendwo einen Raum gibt, wo so ein großer Gegner drin ist. Ach du Scheiße. Hallo. Das schaut schön aus, gell? Das Silberne ist das. Alter. Kann nichts machen. Haha. Haha, der gesteckert. Danke für den Lurk. Alter, wie viel gibt's ab? Und? Oh! Oh! Hehehe! Was kriege ich? Nix, hä? Weil, weißt du, der Huhn, wenn es da spielt hätte, der hätte jetzt da, der hat jetzt da die silberne Stecklampe gekriegt. Sonnenlichtmedaille. Und heilen. Das war jetzt die Sonnenlichtmedaille. Eine Medaille mit eingraviertem Sonnensymbol, diese ultimative Ehrung, wird jenen gewährt, die den Sonnenlichtkrieger herbeirufen und ein Ziel meistern. Das ist doch der Sonnenlichtkrieger. Das Symbol repräsentiert Fürst Gwyns Erstgeborenen, der seinen Götterstatus verlor und aus den Annalen getilgt wurde. Doch der alte Kriegsgott wacht nach wie vor penibel über seinen Krieger. Schau mal, was ich gefunden habe, Mr. Sonne. You really are fond of chat. Oh, schade. Oh no. Ach, der ist nun. Ach, den könnt ihr doch leveln. Können wir doch mal einmal leveln hier, oder? Oder farmen. Und bau! Haha! Schnellspieler und Smash! Bau! Ich bin Magno. Ich will. Kann man da was bekommen von dem Show, oder? Denk den Speer. Oh, Raid! Hallo! Mit Ohio Raid! Hallihallo, wo kommst du denn her? RGB. Rot, grün, blau. Hello. Huhn, hast du Zeit für einen Shoutout? Ich kenne dich zwar nicht, aber vielleicht kann ich dich Raid folgen oder so. Sabadere, Servus, vierte, ich meine Grüßti. Parapapapam. Schnell, schnell, sorry, jetzt bist du gestorben, kein Problem, wir farmen gerade. Das ist kein Problem, wir farmen eh gerade. Mal schauen, ob wir da was kriegen von dem. Aber die Hasenohren hätte ich nicht gern. Da krieg ich eh nix. Warte mal, vielleicht kann ich dir mal folgen hier. Danke auf jeden Fall, dann schaue ich bei dir auch mal rein. Was habt ihr denn hier gespielt? Ich habe jetzt leider keine Facecam on, kann nicht winken oder sowas. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Aber jetzt ist es ein bisschen chillig hier. RGB hat auch. Ach, du hast auch Dark Souls gestreamt. Na, schau her. Wir dümpeln hier ein bisschen rum. Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen schwer. Ich schon schwer, oder RGB? Wie weit bist du? Bist du schon da, wo ich bin?
Die haben mich wieder tötet. Ja, wirklich schwer. Wie weit bist du denn? Wie weit bist du denn? Sollen wir jetzt mal ein Level machen hier? Das macht, weil es macht Spaß, gegen ihn zu kämpfen. Ich kann ein bisschen reinkommen. Machen wir ein Level. Ich glaube noch... noch 7 Mal töten. Das war's! Der Kampf ist vorbei! Yay. Er ist vorbei. Wie ich auf sein Ding auch drauf haue. Alter, 3 Schläge. Vielleicht sollte ich mal auf die andere Seite gehen von ihm immer. Weil da ist kein Schild. Da hau ich trotzdem drauf. Alter. Man trifft ja nichts. Das Schild ist immer im Weg. Was? Ah, oh Mann! Das gibt's ja nicht. Man trifft so wenig immer, wenn das Schild da im Weg ist. Nee, ich bin da. Brücke Drache. Oh Gott, da bist du am Anfang. Und jetzt habe ich 2 Bosse. Einen auf dem Dach und andere. Naja, ich kam durch den Nebel und war tot. Könnt nicht umschauen. Ja, da kommt noch viel auf dich zu. Wie kommst du dazu, dass du das Spiel dann spielst? Hat das dann wer empfohlen? Alter, wie das Schild abrollt. Alter. Oh. Das kriegt schon wieder jetzt. Der zweite Schlag hat nichts abgeben. Hau ich immer das Schild. Alter. Oh. Ihr seid zu langsam. Wie der Huhn gesagt hat, das Schwert ist zu langsam. Schau es an. Ich treffe nichts mehr. Das gibt's nicht. Ich glaube, ich gehe trotzdem weiter. Ich habe keinen Bock auf den. Ich sammle die Seelen ein und hau ab. Wir sind so weit weg. Mann! Spielen wir es da einmal. Geht auch kein Backstep mehr. Er sticht da einfach bloß zu, der Depp. Oh. Wie gehen wir auf das Sch... Ah, weg mit dir. Ah, jetzt gehen wir weiter. Mit 6000 Seelen. Ja, ich fand es auch, es war minimal langsamer, aber hatte dafür ein bisschen mehr Range. Bekannter meinte es super Spiel und Schwiegereltern hatte mir mal geschenkt, okay. Welches Schwert meinst du? Balder-Schwert, okay. Balder-Schwert. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Vielleicht jetzt haben wir ja ein paar Seelen. Hab die Zauberin gewählt. Zauberin ist bestimmt auch nicht leicht hier bei dem Spiel. Am Anfang. Oh Mann, da kommen gleich wieder welche. Aber der hat keinen Speer. Oh Gott. Wenn er sich gleich umdreht. Mann! Oh, ich habe beides Schwert. Puh.
denn das für Geräusch? Ich hab Angst. Wow, scheinbar die Wand. Die Nachricht hat recht gehabt. Soll ich die gut bewerten? Kann ich mir gar nicht. Ich sehe, du kennst dich gut aus mit dem Spiel, oder? Ich kenne mich gut aus mit dem Spiel, tatsächlich, ja. Ich kenne mich halt mit dem Genre hier sehr gut aus. Also, wie das alles funktioniert, mit dem Scaling, alles, Waffen. Ich muss bloß halt schauen, weil ich alles vergessen habe bei dem Dark Souls 1. Ich weiß nichts mehr von Dark Souls 1. Dann gehen wir jetzt so die scheinbare Wand mal durch. Aber ich weiß bloß, dass Zauberer ich nie gespielt habe, weil das echt ein bisschen am Anfang schwer ist, weil du musst ja bestimmte Sachen leveln. Und du brauchst doch die Sachen erstmal für Leben und Ausdauer. Aber du brauchst ja gleichzeitig... Obwohl, bei den ersten Dark Souls ist, glaube ich, das ist gar nicht so schlimm. Ein Zauberer, weil der braucht ja auch bloß Ausdauer. Aber es ist dunkel. Hört ihr das? Ich habe Angst. Der hat schon wenig Lebenspunkte, aber man kann vieles mit den Zaubern schießen, okay? Ja, ich komme auch aus Bayern. Oberbayern wohne ich, aber ich bin eigentlich aus der Oberpfalz. Huhn, ich spiele genauso schnell wie du, oder? Ich spiele doch genauso schnell wie du, oder, Huhn? Oh Mann, das ist auch noch fake. Was ist jetzt? Was war das? Waren das meine Schritte? Okay, das waren meine Schritte. Drachenzahn. Das ist eine Waffe, oder? Drachenzahn 200. Diese legendäre Großhammer gehörte einst Havel. Ach, das ist die Waffe von Dickbert Bigman, dem Fels, und wurde aus dem Zahn eines immerwährenden Drachens hergestellt. Der Drachenzahn ist härter als Stein und kann nicht brechen. Er verleiht dem Besitzer Widerstand gegen Magie und Flammen. Und Havels Großschild? Oh Gott, da gibt's. Hast du das gewusst, dass er. Dass es so versteckt ist hier? Nochmal, was ist das für Queen? Großschild des legendären Havel des Felsen. Er wurde direkt aus einem riesigen Steinblock geschnitten. Dieser von Havel Magie durchdrängte Großschild bietet großen Schutz und ist unglaublich schwer. Ein wahrhaftig göttlicher Erbe, der ihm ebenso große Bedeutung wie Drachenzahn. Oh, geil. Ja, der Huhn weiß es natürlich. Aber wenn ich den anziehen würde, hätte ich die dicke Rolle. Ach, da gibt's alles von ihm. Okay. Krass. Oh mein Gott, alles von ihm. Kann ich halt nicht tragen, ich bin ja viel zu dick dann. Oh, 92! Die von Havels Steinrede Ringrüstung. So gewaltig ihr Gewicht ist, so stark ist der Schutz. Havels Krieger wichen nie zurück und verweigerten sich keine Schlacht. Wer ihnen begegnete, wurde zerstampft. Der Sack ist ganz unten. Es steht aber das gleiche drauf. Ja, dann müssen wir Ding leveln. Ausdauer. Frage, hab wie viele Sachen eingesammelt? Man kann die verkaufen oder was machen man mit denen? Also verkaufen tue ich eigentlich nie was, weil die Seelen kriegt man... Man kriegt eigentlich wenig Seelen durch Verkäufe. Und die Sachen würde ich lieber behalten und... Eigentlich, man macht mit... Also mit vielen Sachen macht man gar nichts in dem Spiel. Glaube ich.
Also, ja. Du kannst auf jeden Fall was verkaufen. So, dann versuchen wir mal den Fake-Trui, oder? Jo, bitteschön. Oh, und der Follow, dankeschön. Danke. Wow. Wir greifen jetzt an. Ganz easy. Das ist ganz easy. Nein! Was? Da weicht er aus. Nein, ich dürfte den letzten Schlag nicht. Das darf nicht wahr sein. Ah. Mäh. Oh. Okkulte Keule. Okkulte 111 dann. Und ist auf, was auf Glaube auf A. Oh mein Gott. Glaubensskalierung auf A. Und dann habe ich unendlich Platz in meiner Kiste. Yes. Und das auch unendlich Platz im Inventar. Dieser simple Holzknüppel ohne Klinge ist effektiv gegen die meisten Feinde, leicht zu handhaben und durchdringt sogar Schilde. Ein Fehlschlag mit dieser Waffe entblößt aber die Verteidigung des Angreifers. Deshalb muss auf das richtige Timing, der richtigen Abstand geachtet werden. Das wäre eigentlich eine coole Waffe, finde ich. Hallo Man-Barbie! Wo kommst du denn her? Ich glaube, jetzt habe ich doch noch die paar Punkte fürs Level holen, oder? Wir sind ja nicht so weit weg von dem Leuchtfeuer. Das Geräusch macht mir Angst. Was ist, wenn ich mal mit Fettroll spiele? Ich will es mal testen. Ich will mal testen, wenn ich mit voller fetten Ausrüstung gegen den Silbernen Ritter kämpfe, okay? Jetzt, wo wir die Rüstung gefunden haben. Schauen wir mal, was passiert. Wie viel mal aushalten? Boah, warte mal. Merken Elite-Stulpen habe ich gehabt. Und die Schwarzgamaschen. Okay. Alter, schaut euch das an. Kann ich das Großschild auch noch nehmen? Batsch! Danke für den Lurk. Draus vom Walde komme ich her. Ich muss dir sagen, Huhn. Nee, das glaube ich dir überhaupt nicht. So, muss ich irgendwas reimen finden. Ah, die kann ich nicht leveln. Okay, die kann ich nicht tragen, die Waffe. Hast du schon mal einen Huhn seine Haare gesehen, Man-Barbie? Die schauen so schön und fluffig aus, die riechen bestimmt gut. Naja, auf seinem Kanal gibt es einen Clip von seinen Haaren. So, was machen wir jetzt mit dem? Okay, halten wir jetzt mehr aus? Ich weiß ja nicht. Ehrlich gesagt nicht. Ein bisschen mehr halten wir aus. Ich bin langsam. Ich bin so langsam! Boah! Man trifft nichts mehr. Alter. Ja, ich hab getroffen. Mann, warum trifft er meins nicht?
Oh, das Spiel ist kacke. Ich liebe das Spiel. Puh. Okay, ziehen wir es wieder oben. Ach, was mache ich denn? Habe ich vergessen. Das war uns nicht, oder? Weil das wäre zu schwer. Die Schwarzkamaschen. Oh, Best Viewer, endlich. Dann kann ich meine Viewer austauschen. Mist. Das waren jetzt schäbige schwarze Zauberstrüten, Lederhandschuhe, schwarze Lederhandschuhe. Ich weiß nicht mehr, was es war. Wir sind so weit hinten. Ich bin doch ganz woanders gestorben. Ich krieg auf jeden Fall mehr Schaden. Nice. Geht doch. So, jetzt können wir nur zweimal machen, dann können wir mal leveln. Okay. Ich hätte doch gelacht, wenn wir nicht das Spiel irgendwie schaffen könnten. Das ist ein Spiel. Bam! So schaut das Spiel aus. Ja, nix mehr zum Lachen. Schade. Das war jetzt zu greedy. Noch einmal. Ich glaube, dann können wir leveln. Ich weiß gar nicht, was ich leveln soll. Warum? Oh Mann. Können wir Ausdauer aufleveln? Oh, da war ich greedy. Ich hab's gemerkt. Ach Gott, wie soll man das dann gegen die... Ich weiß, wer der Boss hier ist. Ich weiß, wer hier der Boss ist. Wie soll ich denn da gegen die spielen? Ich hab doch keine Ahnung. Mann. Wie viele Lebenspunkte hast du eigentlich geskillt? Gute Frage. Schaut doch wenig aus, oder? Mann, was ist denn das für ein Kackspiel? Vitalität ist 23. Wieso nicht bei Dark Souls ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen. 23 habe ich. Warum sind die Seelen da hinten? Das hat gar keinen Sinn. Ist nicht schlecht, okay.
Schön abgewartet. So kann ich jetzt leveln. Also ich habe mal geschaut, also ich will ja vielleicht einmal das Schlangenschwert spielen, oder? Und da hätte ich halt Stärke auf B. Und bei Claymore ist halt das Problem ist, Claymore hat halt Geschicklichkeit und Stärke. Auf C. Das heißt, wenn ich Geschicklichkeit und Stärke level, kriege ich ja noch mehr irgendwann, als wenn ich bloß auf Stärke gehe. Aber habe ich so viele Punkte, um Geschicklichkeit und Stärke zu leveln, ist die Frage. Gehen wir nur mal auf. Ach, ich brauche noch ein bisschen was. Habe ich das nicht sogar dabei? Krieger? Na, no, aber mal das 2000. Okay, ich meine, das wären vielleicht 500. Dann würde ich jetzt halt nochmal Level für Energie machen, oder? Und später dann auf Stärke. So. Ich denke, dann gehen wir doch lieber auf Stärke dann. Warte mal. Das hat 16 und 10. Da brauche ich 24 Stärke und 0 Geschicklichkeit. Und Geschicklichkeit habe ich schon viermal gelevelt. Warum eigentlich? So. Ach, geht der mir nach? Hat der keine Hobbys oder so? Das sind zwei Treppen, gell? Das sind zwei Treppen. Ah! Die eine Treppe endet da oben. Das wird so verwirrend. Ja, komm. Ich habe jetzt mehr Energie, ich besieg dich. Oh! Silberritterschwert! Ich hab's geschafft, ich hab was gekommen. Wo ist das? Silberritterschwert! Balderschwert, ach da ist es, Balderschwert. Da ist es. 175 E und C. 22 Geschicklichkeit. Aha. Die Silberritter von Anolonda bewachten die Stadt mit diesem dünnen, soliden und schweren geraden Schwert. Das ist perfekt für die Hiebe geeignet. Die geschickte Nutzung des Körpergewichts durch die große Schritte während der Angriffsfolge kann selbst bei einem einzelnen Treffer zum Tode führen. Ja toll, dann müsste dich halt voll wieder umskillen. Geschicklichkeitswaffe. Ist bestimmt geil. Und ich hab. Ich habe jetzt eine Stärke schon auf 24. Hm. Und da komme ich jetzt. Kann man da reinspringen? Das ist ja andere. Was ist das für ein Geräusch eigentlich die ganze Zeit? Was haben wir, ein Drache? Oh je. Ich weiß es, das Geräusch. Spiel ist einfach.
Das Gute ist halt an der langen Waffe ist es halt auch gut, gell, wenn man lange Waffe hat. Silbermünze? Habe ich schon mal gehabt. Ah, ich kann mich erinnern. Ja, wieder einer. Zwei von denen, ey. Werktritt. Mal wieder Ausdauer auffüllen. Diese Idee mit diesen Truhe, mit diesen Zähne und Zunge, die gab es schon in Dungeons and Dragons. Habt ihr das gewusst? Dungeons and Dragons ist ja viel älter als das Spiel. Da gab es diese Viecher schon. Fun Fact. Ein Klassiker auch so. Eine Goldmünze. Habe ich die schon gehabt? Nee. Goldmünze mit der Abbildung des Allvaters Lloyd und seinem weißen Glorienschein. Selbst den wertvollsten Münzen der Menschen Welt kommt in Lordran nur geringe Wert zu, da man dort in Seelen bezahlt. Jene, die von der Rückkehr in die Außenwelt träumen, tragen gerne diese Münze bei sich. Was bringen? Ich weiß nicht mal, was sie bringen. Also hier ist auf jeden Fall noch eine Treppe. Boah. Oh Gott. Ist das Sackgasse? Das ist ja Sackgasse, gell? Ein cooler Raum. Aber sonst, die kannst du einwechseln in ein paar Runen. Oder mit der Krähe. Ah, mit der Krähe. Da war ja... Oh, da war ja was. Warum denn nicht nicht? Warum habe ich keinen Schlag bekommen? Ohio-Kampf. Ohio-Kampf. Ich habe alles von der Haru gelernt. Ich habe alles von der Haru gelernt. So. Heldseele. Oh nein, da ist der Typ. Ich habe gewusst, dass der irgendwo noch in so einem kleinen Raum drin ist. Ist doch kacke. Ist das die Geräusche? Macht der die Geräusche? Ach so. Und jetzt so. Ach so, da hinten. Ist jetzt schon wieder. Ich höre dauernd Geräusche. Hört ihr das? Da sind noch mehr Fußspuren als meine. Schön hier. Ah, nur Londo. Erstmal schlafen. In Oblivion wird es gehen. Was geht denn hier ab? Schau mal her, das ist ein Bild von der... Ja. Von der Frau Bubis. Oh. Das ist ja gemein hier. Macht der mal was? Was? Ja, dreimal zu hauen. Der atmet so, okay, deswegen.
Ah, soll ich das wie Seelen hier? Jetzt geht's hier hoch, aber unten wäre es auch noch weitergegangen. Was atmet wir? Gehen wir nochmal runter, oder? Und schauen wir aber zu dem anderen Typen. Ich mache hier Speedrun, falls es einer fragt. Ja, ich mache Speedrun. Was ist denn hier los? Da ist noch. Ah, okay, der schießt. Nein! Yes. Zwei Getränke plus noch. Und? Drachentöter-Pfeil. Hätte ich ja gerne mal so Rüstung gehabt oder so. Da ist gar nichts. Und da drin? Hä? Hey, das ist der Siegmeier. Da drin ist der. Da drin ist der Siegmeier. Warum macht der nicht auf? Oh, es ist schön schon mal hier. Das ist nicht hübsch. Wenn es Elden Ring wäre, könntest du in jedes Gebäude rein. Oder drauf. Warte mal, Siegmeier ist da dahinter. Aber da ist ja eine Tür. Wie kommen wir von? Er muss von der anderen Seite reinkommen. Na gut, dann gehen wir jetzt dann aufs Dach oben rauf. Oh, ich komme so langsam voran, es tut mir so leid. Ich trinke mal nochmal was. So langsam wie ich heute spiele, hätte ich gleich Golf machen sollen. Aber oh, der ist ja besser hier hinten, der hat einen Umhang. Ne, der hat eine Axt. Nein, ich hab kein Trinken. Mann, ich hab nicht getrunken, ich hab gefernglast. Wie geht's schon her, dass wir Fuß gebrochen hätten? So, helf mir mal, der Typi. You really are fond of if I didn't have that sound. Kann ich da jetzt mal ohne dem hochgehen? Mann. Aber ich hab doch geschildert. Hahaha. Es wird schon, Leute. Es wird alles. Es wird, wird, wird. Man kommt ja, das ist das Schöne an dem Spiel. Ich habe mal ein YouTube-Video angeschaut, wo einer das halt so neu auf sich wirken lassen hat, so ein Spiel. Und der muss sagen, er hat halt dann die Erkenntnis gehabt. Man muss mal überlegen, du hast das Vorteil in dem Spiel gegenüber alle hier. Und zwar den Vorteil der Unsterblichkeit. Du kannst 1000 Mal probieren, bis du es schaffst. Und die Gegner schauen zu, bis du immer wieder kommst und immer wieder besser wirst. Das ist eigentlich voll
Denen geht's eigentlich nicht gut, die Gegner. Stell dir vor, einer kommt zu dir 20 Mal am Tag und der wird immer besser und der kommt immer näher an dich ran. Und du bleibst immer gleich stehen. Also wenn wer Hilfe braucht, sind es die Leute hier drin. Wir sind unsterblich. Wieder da, hallo King. Wie kurz der Weg eigentlich war, wo ich gegangen bin. Kam mir so lang vor, weil ich so lang brauche. Mann! Passt. So, was macht jetzt der da drüben? Ich mache jetzt ein bisschen Angst. Da ist wieder 13.000 Seelen. Wo geht's da hin? Da können wir eine Abkürzung machen. Siegmeier! Wir sind bei Siegmeier. Der ist voll golden jetzt, oder? Whatever can be done. Ich kann dich befreien. Tada! Schau her. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Ja. Don't be ashamed. It is the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this. Gemeinsam? Ja, dann geh mit. This is quite a fix. We'll need another three. No. Fünf Leute. Nochmal fünf Leute. Ich freue mich aber auch auf den Endboss trotzdem wegen der Musik. Die Musik ist sau gut vom Endboss. Upsi. Ohio-Rüstung. Bling, bling, blong. Nein, ich meine die Endboss-Musik. Ich meine die von hier, von dem Gebiet. Aber die da kann ich euch auch nochmal ganz kurz Fun Fact erzählen. Also ich meine jetzt eigentlich die Musik hier von dem Ornstein und Smog. Aber die Endboss-Musik, das Bling Bling Plong, gell? Habt ihr da einen Fun-Fact? Also ihr wisst ja, dass der Endboss ist ja der Lord Gwyn. Der Verächter alles Dunklen. Er mag ja nur hell. Er ist ja der Lichtbringer, der Blitzman. Er verachtet ja alles, was dunkel ist, gell? Deswegen ja auch hier die falsche Sonne. Die, wo von Gwynware geführt wird. Habt ihr gewusst, dass genau deswegen, wegen der Persönlichkeit von Gwyn, die Musik so komponiert wurde, dass du auf der Klaviertastatur keine schwarzen Tasten drücken darfst? Also schaut euch an, das Lied. Geht's auf YouTube und schaut How to Play Ding. Oder wenn man es von oben sieht, es wird in dem Lied keine einzige schwarze Taste gedrückt. Ach so, hast du mal erwähnt. Okay. Ich finde das interessant. This is quite a fix. Oh, zwei? Das ist aber Abkürzung dann. Kann der eigentlich auf Versehen auch den Siegmeier töten, der Typ? Mann. Mann! Okay, jetzt meint, der macht einen langen Schlag. Ah. Was? Trink! Kackgegner! Ja, gut. Ich hab kein Trinken mehr. So, ich hab alle umgebracht. Kommst du jetzt mit? Oho! What's on your mind, friend? Wait! Ja, ich hab alle Bestien besiegt. Those monsters? Fantastic! I'm saved! This Knight of Katarina
hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. Oh! But be warned, gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. Okay, die wehren sich dann, zum Glück. But be warned, gallantry entails... Next time, give me a chance to come up with a plan. So, schauen wir mal. Ich habe bloß zwei Ringe. Kleine Zunahme von TP. Das klingt sowas von scheiße. Weißt du, aber die Beschreibungen von denen sind ja immer so. Erhöht die Ding enorm. Enorm ist dann normal. Oder signifikant. Oder... Ihr wisst, was ich meine. Ah ja. Da ist ein Nagel drin, also der Nagel ist noch nicht draußen. Oh, schön. Das ist der Ring, den man am Anfang wählen kann. Ach so, der Schmarrn. Ja, wir haben Abkürzung. Ja, und jetzt gehe ich runter zum Level und gehe wieder hoch, oder? Da sind auch wieder so viele Ritter da, oder? Hey, der Weg, also wie wenig ich in der Zeit schaffe hier heute, ist echt abnormal langsam. Jetzt wieder Stärke, oder? Oder nochmal Ausdauer? 25 Vitalität. So. Wir sind jetzt stundenlang zum Bonfire gekommen, wegen die Bogenschützen. So schlimm. So schlimm. You really are fond of it, if I didn't know. Aber es macht schon wieder Spaß, muss ich sagen. Jetzt vor allem nach Elden Ring macht es wieder Spaß. Muss ich echt sagen. Weißt du, so die Anfänge? Ich meine, ohne dieses Spiel gäbe es keinen Elden Ring. Ich meine, Elden Ring basiert ja auf dieses Ding. Diese Engine und alles. Elden Ring basiert auf das Dark Souls 3. Und deswegen möchte ich auch sehr gerne mal Demon's Souls streamen. Weil das ist ja der Urvater. Und der Urvater, den sollte man schon eigentlich ehren. Finde ich. Und da war der Wurm drin. Ja. Bei dem Weg schon. Hier komme ich aber jetzt nicht hin, gell? Der Ur-Ur-Urvater ist... Ach so, das gab's ja auch noch, genau. Das hat der Nexus mir schon geschickt. Ja, du, was du schon alles spielen wolltest... Wann war dein letzter Stream, Huhn? Ich vermisse das vielleicht schon ein bisschen. Bin nicht der Einzige, der das vermisst. Ja, sind alle wieder da. Huhn-Streams. Aber es ist wegen Sommer, oder? Wegen Sommerstream so wenig. Fahrrad fahren. Oder musst du wieder lernen. Alles zusammen, ach so. So, Schluck Cola. Kommt der auf mich zu, nicht, oder? Nein! Wo ist der jetzt hin? Wo ist der andere hin? Wo ist der andere hin? Hä?
Der ist einfach weg. Das ist ja wieder komisch. Bloß wenig Schlaf, weil die bei uns in der Straße überall aufreißen. Oh nein. Hab kurz überlegt, ob ich heute sogar mal streame, aber Dark Souls kann ich nicht verpassen. Aber du kannst streamen, weil ich wollte eigentlich noch golfen. Ich weiß nicht, aber eigentlich macht es gerade so Spaß. Ah, jetzt sind wir von dem von unten runter. Ah, okay. Wenn du Nacht streamen noch willst, dann können wir auch es auf Golf switchen jetzt dann. Oh nein. Oh nein. Und da geht's runter. Und wo geht's da hin? Ach ja, das ist die Halle, okay. Ist nicht in der Halle da sogar. Da kann man doch jetzt aufmachen, oder? Die Haupttür. Und in der Halle ist doch die Nebenquest, hätte ich gemeint. Kann ich jetzt die Haupttür schnell aufmachen? Da haben wir mal abkürzt. Ah! Kann ich schnell die Haupttür aufmachen? Bitte? Nee, das ist da hinten. Ist da schon Ornstein in Smoke? Muss ja sein. Nein, die geht nicht auf. Ach da. Kann nicht. Lass mich ziehen! Dankeschön. Wir haben es geschafft, ein Rundgang. Aber ich habe den großen Schmied noch nicht gefunden. So. Was bringt mir das jetzt eigentlich? Wir könnten jetzt zum Boss gehen. Wir können die Nebenquests machen, dass wir wieder die Feuerhüterin kriegen. Ja. Auf welcher Seite bin ich runtergekommen? Ach, es ist schlimm. Ja, mal da hoch. Boah, schaut das geil aus, wie Notre Dame. Gott, ich bin verwirrt, oder mal. Hier? Ah! Ich habe einen Schmied. Okay, alles klar. Da bin ich sogar richtig gegangen. Und da kann ich doch bestimmt auch das Gitter aufmachen. Hallo. Oh, schau mal den kleinen. Wie fein benibelt er das so fein arbeitet. Das ist jetzt schön. Wie so einen kleinen Zahnstocher repariert. Wort, das ist nicht gut. Very good. I have any time. Talk. Niemand da, alle weg. Oh, der Arme. Außer euch. I know talk. Oh, aber glücklich. Der ist aber schon süß.
So. Wir brauchen für das Claymore. Ach, ich hab nur auf Level 10, oder? Ach, Ausrüstung umwandeln, Waffen verstärken. Ich hab doch das Claymore schon auf Level 10, oder? Komme ich nicht mehr mit. Ah ja, genau. Das kann ich umwandeln. Im Blitz-Claymore. Aber kann ich es dann weiter erhöhen? Nicht, gell? Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie das war. Schwert des großen Fürsten. Seele Asche. Ah, man kann eine Fürstenwaffe machen. So, mein Guter, jetzt gehe ich ins Bettchen, wünsche dir noch einen guten Stream und vielen Dank für deine Unterstützung. Gerne, wir schauen beim nächsten Mal, schaue ich bei dir auch rein. Seele von Astoria. Aha. Das sind die Bosse sogar. Claymore plus 5. Ja, das bringt ja alles nichts da hier. Wie kann ich jetzt... Kann ich das Claymore nicht mehr weiter erhöhen? Ist es auf Maximum oder was? 154. Ich brauche halt noch andere Glut. Die ganz große, okay, alles klar. Alles klärchen, danke Hund. So, soll ich jetzt das so mal die Onstein und Smoke probieren? Soll ich einfach mal reingehen und schauen, was passiert? Why not? Weil es Tag so ist, dann erst Donnerstag, okay. Morgen spiele ich für meine Tochter Fortnite und den Battle Pass voll zu bekommen. Sie muss leider viel lernen. Ah, das ist aber nett von dir dann, dass du das machst. Ja, ich schaue, egal wo ich schaue, ich rein, ist mir egal. Irgendwas schaue ich bei dir an. Ah, der ist auch gut, der Angriff. Den hätte ich vielleicht öfter machen sollen, oder? Das ist der Link-Angriff. Link! Irgendwie möchte ich das Claymore behalten, glaube ich. Link! Weil wenn wir doch Geschicklichkeit und Stärke leveln, dann könnte doch das Claymore auch stark werden. Ha. Grauer Brocken. Nochmal. Ah, ich check das jetzt so. Standardwaffe plus 14. Warum ist jetzt der Claymore keine Standardwaffe? Kann ich die nicht? Achso, ich brauche die Glut. Ja, okay. Ich muss dann einen Schmied die Glut geben, damit er mehr als... damit er die grauen Brocken verarbeiten kann. Wenn ich das richtig verstehe. So, da oben ist auch noch was. Oh oh. So, und jetzt haben wir aber nur 8000 Seelen. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt benutzen wir halt diese Seelen, wo ich daheim habe. Im Inventar. Und dann gehen wir zum Boss einmal, oder? Ich freue mich so auf die Musik jetzt dann gleich. Warum nicht? Trink, Mann! Oh. Das wird ein schöner Boss.
Komm auf den Weg, vielleicht jetzt nochmal leveln. Müssen wir eh dann das ganze Schloss noch abschauen, da gibt es bestimmt nur irgendeine Feuerhüterin-Seele vielleicht. Und die Nebenquests müssen wir machen. Aber man kennt sich dann gleich wieder aus irgendwie. Also das Level-Design finde ich gut hier. Macht Spaß. Der Gegner hingegangen ist. Kann es jetzt eigentlich auch sein, dass irgendwelche Ritter dann auch nicht mehr kommen, wenn man die sehr oft besiegt? Das habe ich auch nur im Kopf irgendwie. Oder war das bei Dark Souls 2, glaube ich? Dass die Gegner dann einfach mal verschwinden, wenn man die sehr oft besiegt. Warte mal. Ich gehe auf komplett falsch. Nee, es gab eine Mechanik. Selbst nicht gesehen habe, wie es im New Game Plus ist. Ah, okay. Oh. Oh. Grabesfürstendiener, okay. Also ich kann mich da erinnern, dass in Dark Souls 2 so große Gegner auch verschwinden, wenn man die so 10 oder 15 Mal besiegt hat. Aber ich täusche mich vielleicht. So, den Typen lassen wir auch nur leben, da links. Wir gehen jetzt... da hätten wir auch runtergehen können. Das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte meine Seelen einsammeln. Wir müssen jetzt irgendwie... da hoch. Genau. Hier ist auf jeden Fall noch viel zum Erkunden, aber ich würde trotzdem gerne mal den Boss probieren. Weil ich glaube, das schauen wir jetzt uns noch an und dann, weiß nicht, eigentlich möchte ich schon gerne mal abgäufen. Und dann vor 0 Uhr noch ins Bett gehen. Das macht schon wieder gescheit viel Spaß, hey. Jetzt kommen meine anderen Projekte wieder zum Stillstand, das Schwamm. Ich habe eh bald Urlaub. Also richtig viel Urlaub. Und dann können wir ja dauernd streamen. Ich habe eine Klimaanlage. Und im August habe ich 3,5 Wochen Urlaub. Und dann können wir ja dauernd streamen. So, mal schauen. Geht ihr mir nach? So, jetzt haben wir einen Weg, den wir immer zum Boss gehen können. Ich habe keinen Urlaub. Oh. Und du hast dafür eine fettere Streaming-Planwoche als ich. Ich stream momentan ohne Plan. Oder bloß Tagespläne, weil die Arbeit immer so anstrengend ist in der Hitze. Einfach ist der Wind weg. So, bei Dark Souls 1, 2, 3 ist es halt immer so,
dass du gegen so die Bosse immer lange Wege hast. Das ist immer das Frustrierende. Das ist bei Elden Ring nicht so. Ich finde es gut, dass sie das eigentlich dann abgeschafft haben. Weil die Wege haben die eigentlich auch nichts mehr gebracht. So, wir brauchen bloß noch 12. Verdammt. Nee, oder? Ich hab nix. Oder wir leveln zweimal. Das können wir machen. Dann leveln wir zweimal. Leveln wir erst mal einmal. So, 25 lassen wir mal. Vielleicht können wir bessere Ausrüstung tragen, wenn wir es so machen. So, 9000. Dann machen wir nur einen von denen, oder? Perfekt. So müsste es gehen. Ah, Mist. Nein, wir brauchen 3 Seelen. Oder wir leveln 3 mal. Wir hätten ja dann noch große Anuschau. Wie viel gibt der Holzseele? Schauen wir mal, ob wir jetzt dann eine schwere Rüstung tragen können. So, 9000. Jetzt haben wir in Limbus der Hölle. Es geht nicht mehr auf. Jetzt sind wir down leveln. Steht ja nicht, was man da braucht. Kriegt. Wir haben ja der kleinste. Perfekt. So hören wir jetzt aber auf. Perfekt. So ist es perfekt. Dann machen wir jetzt noch Stärke. Gibt 1 dazu. Gibt auch plus 1 dazu. So, Boss-Time. Haro, viel Spaß bei der schönen Musik jetzt gleich. Und nicht erschrecken, die Musik ist bei mir lauter eingestellt als die normalen Sachen. Also die wird ein bisschen reinballern jetzt gleich. Aber das ist mir egal, okay? Das ist mein Ding. Weil ich habe hier Musik auf 8 und die Effekte auf 6. Okay? Also bloß als Vorwarnung. Ja, stimmt, die Statue in die Pfeile. Marikas Pfahl. Ba, 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 ba. Die Musik wird so geil. Ich muss lange überlegen für die Musik. Diesen Weg muss man immer wieder gehen. Immer, immer wieder. Immer, immer wieder. Da hätten sie Leuchtfeuer doch auch hindern können irgendwo. Ich meine, weil da musst du entscheiden, ob du nochmal kämpfen willst oder zurück zum Bonfire. Ja, genau. Weil die Marikas Pfahl hat er bloß gebracht, dass du beleben kannst, nichts anderes. Viel Glück! Ohio. Aber der ist nicht Ohio, der ist cool. Wir machen viel Schaden. Alter.
Ja, dann Kock. Stimmt doch gar nicht. Wo denn? Da, 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 da. Mit Orgel. Orgelmusik. Mist. Da, da, da. Aufpassen. Alter. Schön. Ba, ba, ba. Mann. Ah, schön ist es. Wunderschön. Eintrinken. Das ist halt unfair auch. Ich habe keine Geister. Ich habe eine Glocke. Das gibt viel Abschau. Ah, schön. Also einen halben Ornstein haben wir. Einen halben Ornstein. Ich hab das nicht gesehen. Der doch. Wer von den beiden überhaupt? Der hat doch ein Tuch drüber. Ja, das, ich glaube, das werden wir dann nächstes Mal nochmal probieren. Also wir machen nächstes Mal Anno London nur erkunden, die Nebenquest, leveln. Wo kriege ich die große Glut überhaupt her? Untere Ebene von der Geisterstadt. Das ist ja da, wo die Könige sind, die Dunklen oder was? Yes. Man kann ja ewig lang nicht mehr Claymore hochleveln. Muss ich dann die ganze Zeit mit diesem Schwert alles machen? Alles nur mit diesem Schwert. Ohne Verstärkung. Eieiei. Mit Skill-Verstärkung halt. Also theoretisch kannst du vor den beiden hier dahin. Achso. Wow. Oh, it's a greedy! Mist. Oh. Warum hat er da keine Herzen drin? Warum sind dir das heute keine Herzen drin, wie bei Smash? Bei Ocarina of Time. Ocarina. Ja. Bam!
Wie er lacht. Boah. Wir sind jetzt schon so weit, wie wir... Wir sind schon weiter als vorhin. Nee, machen wir nicht. Okay. Ach, das machen wir nächstes Mal. Also, wir machen auf jeden Fall viel Schaden. Das bringt aber jetzt nichts mehr. Hallo James, wie geht's dir? Ja, sollen wir dann lieber doch mal andere... Aber der Claimer macht ja viel Schaden. Die Frage ist, wie viel macht das Schlangenschwert, gell? Wenn wir das hochleveln würden. Geht's gut. So, naja, dann mache ich jetzt Schluss. Ich mache jetzt mit Dark Souls Schluss. Und spiele jetzt noch ein bisschen Golf zum Einschlafen, gell? Dass wir alle schön einschlafen können. Das Schlangenschwert gern gespielt, okay. Ein Torwächter craften. Scheiße, Oblivion, ey. Das müssen wir auch noch weitermachen. Dankeschön, Dark Souls. Eieiei. Jetzt machen wir noch ein schönes Turnier.